Hallo Freunde, Freeclear von MagicBlocks.de. Wir sind im Legacy-Format und wir spielen Bug, Scam. Eine coole Liste, wie ich finde. Wir hatten ein paar neue Karten aus dem neuen Set OTJ, vor allem Harvest of Misery, da bin ich gespannt. Den können wir auch discarden und reanimaten für, ja, Board Vibe. Ich weiß nicht, ob der performt oder nicht. Wir haben Drolle, wir haben auch einen Generous End, was ich interessant finde drin. Ansonsten haben wir auch einen neuen Removal-Spell, und zwar Shoot the Sheriff. Bin ich auch gespannt, wie der performt. Ansonsten habe ich mich im Sideboard übernommen aus zwei, drei Listen. Force of Despair und Submerge. Bin ich gespannt, wie das performt. Aber gerade Online-Meta gegen Goblins könnte vor allem Force of Despair vielleicht interessant sein. Wir haben zwei Carpets, zwei Veil, wir haben noch die Hydroblast und wir haben einen Leovold. Die Mana-Basis, wie ich es in dem Bug-Deck eigentlich mag, mit vier Wastelands, das ist ganz cool. Und ansonsten relativ Standard, wir spielen ein Ponder weniger, das war in der Liste, die ich gefunden habe, so. Warum auch immer. Theoretisch sollte man wahrscheinlich einen Bowmaster cutten und einen Ponder mehr dazu spielen. Ich lasse es aber mal so. Ich habe die Liste so gefunden, wir schauen, wie sie performt und dann sehen wir uns gleich in der Liga. Runde 1 mit Legacy Bug Scam und wir haben, ziemlich bescheidene Hand, ehrlich gesagt. Wobei, wenn wir surveillen, ich glaube, ich muss mulligan. Okay, die Hand sieht schon mal deutlich besser aus. Das kann man keepen, denke ich. Und ich lege die Sewers drunter. Und werde mit dem Fetchland starten. Dann kann ich surveillen, ich kann brainstormen, ich kann Days offen halten, je nachdem. Schauen wir mal. Gegen was wir spielen. Opponent hat auch einmal gemulligant. City of Traitors, okay. Manifold Key, da machen wir jetzt leider nichts dagegen. Okay. Dann würde ich sagen, wir schauen mal in die Sewers. Grief ist, glaube ich, sinnvoll für uns. Auch wenn ich mich jetzt 2 for 1, aber... Oha. Monolith, nochmal ein Opal. Das Opponent hat kein zusätzliches Mana. Wenn der Opponent kein Land zieht, dann ist das Play wahrscheinlich das Defense Grid, das wir mit dem Brainstorm treffen. Mit dem Daze treffen. Ich nehme mal den Monolithen weg. Und würde sogar Main Phase brainstormen. Okay, noch eine Grief, aber leider kein Fetchland. Dann machen wir das so. Aber wir haben nochmal einen Brainstorm gezogen. Das ist nicht das Schlechteste. Okay. Defense Grid, ja. Das haben wir kommen sehen. Okay. Das heißt, wir können jetzt die Grief in Friedhof surveillen. Und dann schauen wir mal, ob wir unseren Gameplan irgendwie voranbringen. Opponent braucht immer noch Mana. Nochmal einen Key, ja, okay. Das heißt, eine unbekannte Handkarte noch. Okay. Ich glaube, ich ziehe für meinen Zug und brainstorm nicht end of turn.
Opponent. Darf ich? Die Frage, okay. Frage hat sich erledigt. Dann starten wir mit dem Brainstorm. Harvester. Glaube, wir brauchen weder einen Bowmaster noch einen Harvester, aber das Stace nehmen wir gerne. Okay, davon brauchen wir gar nichts. Okay, Göchen. Kein guter Draw, aber immerhin haben wir noch mal einen Daze. Weil eine Force mir lieber wäre. Opponent hat jetzt 3 Mana. Man muss ja irgendwann auch mal noch ein Land ziehen. Okay, nur die Saga. Kein Mana in Pool genommen. Spannend. Das ist spannend, okay. Schau mal, was unser Draw ist. Eine Force, sehr schön. Gut wäre, wenn wir die Saga stifeln könnten, den Search Trigger. Okay, Ossas Workshop. Macht gerade auch nur eins quasi. Das heißt, es kann aber auf jeden Fall ein zwei Constructs gebaut werden. Wobei wir haben Removal im Deck. Bowmaster, die bringen uns ja auch nicht weiter. Unser Draw ist irgendwie lined nicht so richtig ab mit dem, was wir vorhaben hier. Ist die Frage, ob wir nochmal griefen. Ich glaube, wir müssen. Meine, irgendwann brauche ich ja nochmal ein Land, dass ich mal den Uro aktiv kriege. Der blockt dann hier auch, der zieht mich vielleicht auf Antworten, aber ich muss jetzt eben stifeln, ob ich will oder nicht. Okay. Ich glaube, wir nehmen den Karn. Ah, ich muss mein Steam ausmachen, verstehe. Okay, die Artefakte tun jetzt weh. Jetzt brauche ich halt dann mal Länder, Removal, Reanimates, irgendwas. Irgendwas Vernünftiges von oben. Borrow ist noch im Deck. Land, also ist das schon mal ein Anfang. Nehmen zwar nächste Runde mindestens 10, vielleicht sogar 12, aber wir kriegen noch mal Leben. Und wir kommen vielleicht so den Removal-Spells ein bisschen näher. Ja, Opponent lässt sich relativ viel Zeit. Ich meine, mir ist Mana offen, das ist klar, aber das ist nur eines. Ich weiß nicht, die spielen, glaube ich, keinen. Keine Interaktion mehr in Deck. Oh, nice. Witherbloom Command ist sehr gut. Witherbloom Command ist hervorragend sogar. Weil wir trotzdem erstmal unsere Construct-Problem lösen müssen, aber. Come on, Action.
Das ist keine Action leider. Heißt, wir können jetzt den Key kaputt machen, zum Beispiel. Key kaputt machen. Millen, das bringt uns leider nichts. Key kaputt machen und live verlieren lassen, trainen. Dann sind wir auf 9. Und die sind, machen 8 Schaden. Und dann sterben wir gegen irgendein Mana-Artefakt. Aber ich glaube, das müssen wir machen. Ich mache mal ein Swamp Cycling. Für ein Bayou. Können wir nächste Runde Uro spielen, falls wir überleben. Wir können auch nicht forcen. Das ist ein bisschen blöd. Ah, uns tötet so viel hier jetzt. Können noch mal dazen. Okay, das müssen wir sogar dazen, sonst sind wir dead on board. Opponent hätte da drum rumspielen können mit seinem zweiten Mox. Okay, wir nehmen 8. Gehen auf 1, gehen wieder auf 4 und sind leider immer noch dead on board. Das heißt, müssen wir schauen. Uro allein wird es wahrscheinlich nicht bringen. Aber es startet alles mit Uro. Ich glaube, wir sind trotzdem tot. Tja, wir sind leider trotzdem tot. Hätten wir irgendwo ein Mana, ein Leben sparen können. Ja, so oder so. Okay, nochmal, nochmal. Wir sind an einer Saga verreckt in unserem Wasteland Control Deck. Ist natürlich ein bisschen doof, aber das passiert eben. Genau, wir haben Pushes drin. Das Edict ist okay. Shoot the Sheriff ist okay. Ich glaube, der Harvester macht hier nichts. Der Borrow ist okay. Wir wollen auf jeden Fall den Uf. Und die Deeds natürlich. Bowmasters sind in dem Matchup auch eher kein Highlight. Wollen wir die Force of Despair? Oder ein Leo? Sich ist es ja reines Combo-Deck. Surgical vielleicht. Surgical und eine Force of Despair statt den Bowmastern. Ich glaube, die bringen uns einfach nicht so weiter in dem Matchup. Testen wir es mal so. Hercules Recall oder sowas wäre natürlich cool. Wobei der Uf schon auch ganz gut ist, muss man sagen. Okay. Wir starten und wir haben eine Hand. Ich glaube, ich gebe das. Allein wenn wir ein Basic haben. Und Removal. Wir können brainstormen. Leyline of the Void. Ja, für die haben wir jetzt nicht so richtig viel Antworten, außer unser Deed irgendwann. Wir haben noch einen One-Off Brazen Borrower. Okay, Tomb, Defense Grid. Da warten wir erstmal das Brainstormen drauf. Ich glaube,
Wir lassen, müssen es sogar resolven lassen und können dann. Okay, schauen wir mal, was machen wir erstmal. Also Uro bringt uns mal noch nichts. Shoot the Sheriff auch nicht. Ich werde jetzt in meinem Upkeep den Troll cyclen und dann Wastelanden. Ich glaube, wir holen uns in Bayou. Ja. Bayou hört sich gut an. Troll ist jetzt leider für immer weg, aber wir haben ja noch Win Conditions im Deck. Und ja, das Ziel ist, sich auf das Deed hochzuarbeiten und dann durchzudrehen. Okay. Die Force bringt uns jetzt leider gerade nichts. Eine Grief. Wie wäre das Play jetzt? Wir lassen Land, Grief oben, ziehen die Grief, exilen den Push. Dann ist die Grief weg. Legen ein Land. Können vielleicht surgicalen. Ja. Ich meine, es ist nicht schön, aber. Okay. Entweder den Monolithen oder einen Karn, der für immer weg ist. Ich glaube, ich will den Karn surgicalen. Der Monolith wäre auch gut. Ja, vielleicht hätte man den Monolithen. Ah, scheiße, ich kann nicht surgicalen. Ich kann nicht surgicalen, ich hätte es gleich machen müssen. Ja, jetzt war ich zu schnell für mich selbst. Okay, zweites Defense Grid ist kein Problem. Okay, Opponent hat einen Basalt Monolith und eine Mystic Forge noch auf der Hand. Das wussten wir. Und jetzt keine Karns mehr. Wir fetchen, weil da kommt noch mal ein Basic. Und spielen die Deed. Und hoffen, dass wir enttappen. Und hier keine Piping Needle kommt. Ich meine, ich habe leider keine anderen Möglichkeiten. Ich muss das Deed jetzt spielen, oder? Oder zünde ich es jetzt einfach? Nee, ich schau. Es kann ein Fehler sein. Ihr seht, ich habe das Deck, ich habe Scam schon ewig nicht mehr gespielt. Wahrscheinlich hätte man gleich die Sagen wegnehmen können. Aber ich habe so wenig Outs gegen die Leyline. Fails to find finde ich schön. Fails to find finde ich sehr schön. Okay. Shoot the Sheriff. Ich mache es gleich, denke ich, vor die Saga hochtickt und nochmal suchen kann. Okay, Opponent. Land kann Monolith spielen, das ist so eine Sache, aber jetzt sind wir wieder zu Beginn. Key, okay. Ich ponder, ich könnte es auch für die Force behalten. Nee, ich will meinen Gameplan weiter verfolgen. Okay, jetzt kann ich die Force hardcasten und mit einem Mana kann ich dann den Troll.
kann ich den Troll spielen, dann sind wir halt in dem Bereich. Okay, Days. Fair. Okay, Paddle. Schade, ich habe gehofft, kommt direkt der Basaltmonolith. Okay, wir haben noch ein Land. Ich glaube, es ist egal, was wir fetchen. Wir haben sowohl Force als auch Days Backup. Days wäre mir natürlich lieber. Grim Monolith. Ja, ich glaube, den müssen wir forcen. Den müssen wir einfach forcen. Oh, guter Draw. Sehr guter Draw. Hervorragender Draw, um genau zu sein. Okay, 1-1. Schauen wir nochmal in unseren Sideboard, ob wir etwas besser machen können. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was. Wir haben einfach auch nicht viele Outs gegen die Leyline. Passt schon. Ich glaube, wir versuchen es nochmal so. Okay, kein Land. Das ist relativ easy. Das sieht besser aus. Das kann man, glaube ich, nehmen. Ich glaube, ich bottom dieses Shoot the Sheriff. Okay, Saga. Okay, Key ist noch in Ordnung. Ich glaube, ich waste direkt die Saga, auch wenn ich damit kein Days offen habe. Oder soll ich Sewers spielen und damit Days offen haben? Was könnte es sein? Defense Grid zum Beispiel. Oder Opponent legt... Opponent könnte in... Ancient Tomb legen und einfach einen Token machen. Aber dann habe ich die Antwort. Ich glaube, ich lege den Sewer. Noch ein Land. Noch ein Land, noch ein Land, noch ein Land. Ja, doch, ich glaube, noch ein Land ist nicht schlecht. Noch ein Land ist, glaube ich, nicht schlecht. Okay, City of Traders. Lief jetzt ungefähr so, wie wir es erwartet haben. Das heißt, wir legen jetzt unser Wasteland. Zerstören die Saga. Jetzt wird hier dann getriggert. Dann haben wir einen Token, um den wir uns später kümmern müssen. Aber wir haben Force of Days, Force und Days noch offen und haben noch einen Brazen Borrow auf der Hand. Okay. Dann werde ich End of Turn brainstormen, weil ich will auf jeden Fall den Petty Theft offen haben nächste Runde. Oh, spannend. Uro. Ich könnte auch Wastelanden auf die City. Wobei... Nee, ich glaube, ich werde es so machen. Ich lege das Fetchland oben drauf.
Hab Petty Theft offen für den Token, kann forcen, was auch immer auf der City, das City Mana macht. Wenn noch mein Land legt, stirbt das Land. Und dann kann ich, wenn ich forcen muss, nächste Runde Uro plus Wasteland spielen und wirklich das Mana wegmachen. Oder ich daze und kann nochmal surveillen. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz, ja. Okay. Go, Opponent. Wir spielen doch einfach Control. Da alles safe. Okay, da geht die City. 4. Mystic Forge. Ich glaube, da werden wir sogar einfach Hardcast Days machen. Und nochmal 2 nehmen. Dann können wir nächste Runde Uro into Wasteland und haben immer noch Force of Will offen. Oh, Witherbloom Command. Witherbloom Command auch sehr schön in Verbindung mit diesem Wasteland, das gleich in unserem Friedhof liegt. Okay, da ist sogar noch ein Push. Das heißt, wir können theoretisch sogar den Brazenborough den Brazenborough pitchen. Reanimate, okay. Ich glaube, wir starten so. Wir zerstören ein Non-Creature, Non-Land Permanent. Und wir milden. Target Player. Das hier. Dieses Wasteland hätte ich gerne. Dann würde ich gerne hier wasten. Und dann Go Opponent. Ja, komm. Sind wir Mana-effizient, machen wir halt den Token auch noch weg. Der ist ein Affinity gegen den Mox. Okay. Also wir haben einen Generous End. Den können wir reanimaten und ich denke, das machen wir auch. Und dann sagt man einfach Go. Nochmal ein Fetchland, kommt ein Uro wieder. Wir haben nochmal ein Witherbloom Command. Das sieht ganz gut aus, Freunde. Das sieht ganz gut aus. Okay. Ja, Opponent, lass mich ziehen. Ein Deed ist leider auch schon im Friedhof. Oh, ein Uff. Uff. Ja, gut. Den legt man natürlich und beschützen ihn. Ich meine, ist ja logisch. Go. Er tut mir manchmal schon im Herzen weh, wenn so Artefakt-Decks einschimmeln. Okay. Force of Despair, okay. Ich glaube, wir schaffen es ohne Uro. Okay, dann beschützen wir mal unsere Win Condition. Yo, GG, okay, 1-0, schön ausgegrindet und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ciao. Willkommen zu Runde 2, Freunde. Wir stehen 1-0 mit unserem Scam-Deck
Wir haben zwei Reanimates auf der Hand und ein Undercity Sewers. Ich glaube, ich halte das. Einfach, weil diese Surveillance potenziell in was Reanimierbares bringen könnte. Und zur Not haben wir entweder Wasteland nächste Runde oder einen Bowmaster. Wir haben auch noch einen Brainstorm. Die Hand sieht schon okay aus. Eine Force statt der zweiten Reanimate wäre mir lieber. Oder zumindest ein Days. Aber kann ja eben nicht immer alles haben. Kann nicht immer die perfekte Hand sein. Okay, Keep. Das brauchen wir auf keinen Fall. Auch wenn es schöner aussieht als die hier. Müssen wir auch ehrlich sein. Okay, Yuuzhi. Yuuzhi Mirrors. Yuuzhi Ponder. Könnte mein Lieblingstick sein. Doomsday. Das heißt, so eine Grief von oben wäre jetzt geil. Oder wir lassen die Bowmaster offen. Oder wir wastelanden direkt. Grief von oben. Grief von oben ist mein Favorit. Dann wissen wir nämlich, was los ist. Okay. Wir spielen gegen Dinge. Ich glaube, mir sind die Bowmaster egal, weil ich habe auch noch eine auf der Hand. Ich nehme den Murktide und ich waste auch direkt. Dann kann Opponent, wenn er mich selber wasteland, dann sind wir bei 0 Ländern beide. Aber ich habe eine Threat auf dem Board. Ja. Muss halt irgendwann ein Land finden. Die Brainstorms sind jetzt gegen den anderen Bowmaster natürlich nicht so geil. Muss man auch ehrlich sein. Okay, you see. Vielleicht hätte ich auch ihn zwingen können, indem ich die Bowmaster nehme und Brainstorm lasse. Aber Brainstorm lassen fühlt sich so schlecht an, wenn man die Hand kennt. Okay, nicht geschaffelt. Ja, wir haben immer noch kein Land. Das ist natürlich blöd jetzt. Denn jetzt sind wir in dieser Baumaster-Bredouille. Okay, Esper. Das könnte das Esper Control sein. Das ist ja relativ neu. Das spielt auch St. Catherine, aber dann normal keine Murktides. Oder? Doch, ich glaube, der spielt Murktides. Ja, dann wird es wahrscheinlich Esper Control sein, weil es ist auf jeden Fall Control Deck mit dem Sanctuary. Jetzt kommt gleich der Bowmaster. Ich fetch hier trotzdem auf einen Non-Basic. Der Bowmaster könnte hier traden. Wäre mir ehrlich gesagt egal. Okay, oder einfach gar nichts, das ist mir auch lieber. Okay, noch ein Wasteland. Mir wäre jetzt ganz recht, wenn der Bowmaster kommt. Ja.
bedeutet nämlich, ich kann den Response einmal brainstormen und hoffentlich nochmal ein Land finden. Ja, sogar zwei. Packen die zwei Brainstorms weg. Ja, den Trade nehme ich gern. Okay. Island Cycling, ja. Noch eine Tundra. Spielt hier Uro. Ich habe einen Brainstorm gezogen, weil einer nie schlecht ist zu haben. Ich habe nochmal einen Bowmasters. Das kann hier jetzt mein grünes Mana ge. Kommt nochmal ein Bowmasters her. Okay, das ist tatsächlich nicht so schlimm. Dann kriegen wir eben kein Leben dazu. Land ist sehr gut. Witterblumen tötet den Baumaster. Wir können noch mal ein Land zurückholen. Okay, nicht geschaffelt. Murktide ist so ein Problem, mit dem wir, gegen das wir noch keine Antwort haben, aber wir haben zumindest was im Deck. Okay. Also wir können einfach Uro zurückholen oder, was ich glaube ich besser finde. Ich lasse ihn millen. Macht den Bowmaster kaputt und ich nehme Land zurück. Ich nehme wahrscheinlich sogar einfach das Wasteland zurück. Hab zwei weitere Bowmasters gemillt, das ist sehr schön. Okay. Ja, ich nehme noch mal zwei. Geht in Ordnung. Ah, noch ein Wasteland. Diesen Harvester. Will ich so einen Harvester haben? Ich glaube schon.
versuche Uro zu escapen. Mal schauen, ob es funktioniert. Opponent kann natürlich easy Counterspells haben. Fetch, Fetchland, Brainstorm, Brainstorm, nochmal ein Fetchland, die können alle gehen. Okay. Ja. Das ist nicht so schlimm. Wir haben nochmal Win Conditions im Deck. Okay. Glaube, ich slam jetzt einfach den Harvester. Hab ein Days Backup für eine weitere Blau. Und kann nächste Runde wasten. Jetzt sieht es zwar Opponent kommen und hat nochmal ein Mana mehr, aber muss auch erstmal gehandelt werden. Okay. Also 1-0 gegen Esper Control. Was brauchen wir gegen die? Veil of Summer ist gut. Carpet of Flowers ist gut. Leo ist gut. Spellbomben und Surgical sind okay. Edikt. Geht so. Harvester geht so. Ein Stifle weniger, ein Reanimate weniger. Nicht nur eine Spellbomb. Was sind der Borrow? Das heißt ein Catch-All, aber ich glaube, den brauchen wir nicht. Dann kann man, wo kann man noch trimmen? Vielleicht brauche ich keine zwei Carpets, sondern nur einen. Eigentlich will ich auch keine drei Forcen, gell? Sind wir mal ehrlich. Wahrscheinlich will ich es so haben. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So machen wir das. So machen wir das. Ja, wobei ich brauche, glaube ich, nochmal eine Spellbomb. Sehen wir dann. Ich habe jetzt keine St. Catherines gesehen, aber die sind normalerweise schon im Deck. Ich weiß nur nicht, was cutten. Vielleicht so ein End. Versuchen wir es so. Wenn man Carpet of Flowers jetzt reingebordet, das ein bisschen Mana macht. Gut. Opponent lässt uns warten. Schmoren sozusagen. Okay, das ist ein Turn 1 Carpet. Dann machen wir doch das. Mein. Basic. Ich hoffe, das ist nur aus Angst heraus, dass ich so viel Wastelands gespielt habe und nicht, nicht das Back to Basics oder sowas reingebordet wurde.
So, ich versuche mal mein Carpet zu resolven. Opponent brained ewig, also scheint eine Force of Will auf der Hand zu haben. Ah, ein Daze, ja gut. Warum man auch immer bei einem Daze so lange überlegen muss, ist die Frage. Das ist natürlich das ultra-cleane, die ultra-cleane Antwort. Okay, und ein Wasteland. Ja. Gelingt. Dann pondern wir mal. Davon wollen wir gar nichts. Und kriegen trotzdem das Stifle. Danke, Magic Online. Okay. Ich glaube, wir machen das so. Ich lasse mal Brainstorm und Stifle offen. Und zeig mal das Wasteland noch nicht. Wenn der Opponent jetzt zwei Mana offen lässt und Go sagt, sage ich, mache ich gar nichts. Okay, aber das sind die zwei falschen Mana. Da kann kein Bowmaster raushüpfen. Okay. Nein, die Hand macht nicht viel. Sind wir mal ehrlich. Nochmal, nochmal. Okay, mit der können wir cyclen. Ich glaube, ich mache es einfach. Ich versuche zu reanimaten. Ah, wobei. Opponent könnte. Opponent könnte Containment Priest auf der Hand haben. Containment Priest wäre ganz schön nervig, ja. Ich glaube, das spielen die in der Zwischenzeit im Sideboard. Oh, Triumph. Ich stifle den mal. Schau, was passiert. Öffne mich jetzt den Bowmastern wieder. Ich bin mir dessen bewusst. Okay, shoot the Sheriff. Ist gut. Shoot the Sheriff ist eine Antwort gegen alles Mögliche. Containment Priest ist eine 2-2. Der kann halt nicht von meinem Witherbloom Command leider getötet werden. Plowshares, okay. Ja, das lässt sich nicht verhindern, aber wir haben mehr Win Conditions noch. Würde aber dafür sprechen, dass sie keinen Containment Priest in der Hand haben. Vielleicht war ich zu scared. Kommt auf jeden Fall dann nochmal die St. Catherine. Aber das können wir verhindern, indem wir das Wasteland
das ist Fetchland Wastelanden. Da muss Opponent fetchen. Wir haben noch mal eins auf der Hand und die Catherine ist weg, die oben liegt jetzt. Wir haben gerade keine Antwort gegen die St. Catherine. Okay. Glaube, ich starte es so. Okay, kommt noch einer. Ich glaube, den würde ich dann sogar shooten. Und dann kann ich ihn reanimaten und den zweiten killen. Ja, das ist alles hervorragend, was wir hier haben. Glaube, ich mache es so. Okay. Das heißt, wir haben eine Grief oben, wir haben zwei Witherbloom-Commands. Können jetzt Witherbloom-Command auf Wasteland machen und nochmal ein UC wasten. Okay. Ich glaube, ich will auch Opponent millen, selbst wenn da Murktides im Deck sind, aber je nachdem, was jetzt passiert mit diesem Ponder. Okay, nicht geschaffelt. Da kommt wahrscheinlich der Murktide. Das ist ein bisschen zu früh für uns. Okay. Wenn wir jetzt millen, ist ein Ponder ist mein nächster Draw. Nehme einmal einen Hit und kann dann eine Antwort vielleicht finden. Also, dann machen wir es so. Ich kann halt nur einen Spell jetzt spielen damit. Weil ich könnte nochmal. Nee, ich glaube, ich mache zweimal. Ich will zweimal wasten. Ich will zweimal wasten. Wenn ich eine Antwort mit dem Ponder finde. Wenn ich eine Antwort mit dem Ponder finde, dann sind wir, glaube ich, sind wir ganz gut. Na, zweite Möglichkeit wäre jetzt krass.
Den hätte Opponent direkt jetzt nachgezogen, weil er hat nach dem ersten gesucht mit dem Ponder. Sonst hätte er nämlich den nicht den Bowmaster gepinkt, geplowshared, sondern einfach gleich den Murktide gelegt. Jo. Okay. Das wollen wir nicht mehr. Nochmal, nochmal. Wollen wir was ändern? Vielleicht wollen wir doch das Edikt noch. Vielleicht wollen wir gar keine Forcen. Noch mein Stifle vielleicht. Ah, ich lasse es mal so. Simon on the play. Die Dacen finde ich ganz gut, wenn wir so einen Mana-Denial-Plan haben mit unserem Bug-Scam-Haufen. Dann sind die doch ganz gut. Oder wir brauchen das zweite Stifle. Wir können halt Catherine stifeln. Können da auch noch ein Brazenborrow dann doch drin haben als Bounce. Vielleicht machen wir es so. Wir bleiben bei den drei Reanimates, nehmen noch einen Brazenborrow mit. Der kauft uns zumindest ein bisschen Zeit. Aber ein schwieriges Matchup, muss ich sagen. Die Catherine und vor allem Murktides. Murktides sind halt für Bug immer so eine Sache, um zu töten. Da tut man sich schon schwer, ja. Und es kann halt aus diesem Esper-Sideboard auch sehr, sehr viel Unlustiges kommen. Dann Plowshares, sie sind eine super Antwort gegen meine Uros und gegen meine großen Beater. Okay, Opponent, come on. Gut, wir starten. Brokene Hand, bitte. Die ist fast broken. Ja. Okay, dann mulligan wir noch auf 5 in unserem Grind-Matchup. Surgical weg. Shoot weg. Ich starte mit der Spellbomb. Die ist zumindest ein Redraw. Ja, das haben wir wahrscheinlich mit Mulligan verloren. Ja, Mulligan auf 5 in einem Midrange Speed. Ja. Kann man nichts machen. Opponent braucht nicht mal Fetchen für seine Basic Island, die hat er einfach auf der Hand. Sehr gut. Und auch eine Spellbomb.
Ja, ich muss den Redraw nehmen. Pro Länder. Okay, nothing, sehr schön. Damit haben wir wahrscheinlich verloren. Ja, das ist Magic. Manchmal läuft es halt so, gell? Ah, ja. Wir schauen uns das noch ein bisschen an, sonst concedet man gleich einfach, weil so richtig vorwärts kommen wir ja nicht. Ja, vorhin einen schönen Brainstormen. Okay. Jo, das war's. Die St. Catherine schlagen wir nicht ohne Länder. Chichi, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. So, wir sind in Runde 3. Wir stehen 1 zu 1. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay. Ponder Days, Baumaster. Wir sind aber on the draw. Kann zu langsam sein gegen manche Decks, aber schauen wir mal. Vielleicht reicht es ja. Okay, Opponent klickt schon mal durch sein erste Main Phase durch. Wieder ein Yuzi. Yuzi Ponder. Kann wieder Esper Control sein, kann Doomsday sein, kann Breakfast sein, kann Scam sein, Reanimator. Das ist tatsächlich echt eines der häufigeren Openings. Das war früher nicht so. Ich glaube, ich gehe auch auf ein Duel hier. Und Ponder ebenfalls. Okay. Ich glaube, Bio braucht man nicht. Wobei. Vielleicht doch, aber dann können wir es immer noch haben. Ich will auf jeden Fall den Uro haben, der ist ein schöner Plan. Thoughtseize. Ja, ich glaube, ich daze das Thoughtseize. Okay, Under City Sewers. Thoughtseize, Ponder, Edge of Autumn. Okay, wir spielen gegen Doomsday. Wir spielen gegen Doomsday. Das heißt, Bowmasters wäre ganz gut. Okay. Ich hätte vielleicht gleich brainstormen sollen, falls ich eine Grief finde. Okay, consider es, was das ein Pi gehört und die Basic Island ist schon mal ganz cool. Personal Tutor Build, das heißt, wir sind auf Turbo. Turbo, Turbo, Doomsday. Ich schau mal, vielleicht ist es sogar ein Doomsday Build mit Bowmaster drin. Okay. Denke, ich starte mit einer Grief. Okay, Days. Doomsday Petal. Mamad. Opponent hätte quasi tatsächlich Doomsdayen können. Ja gut. Dann macht die Hand erstmal nichts, oder?
Warum dann nicht Tombstone, ist die Frage. Ich würde auch mal einen Source fetchen. Habe ich keinen Source im Deck? Okay, ich habe keinen Source im Deck. Ich dachte, ich hätte auch eins im Deck. Ist die Frage, was man machen, gell? Ich glaube, ich versuche Bowmaster. Einfach Bowmaster zu spielen. Und dann nächste Runde Daze Protected Uro. Auch wenn jetzt Daze nicht so schlimm wäre bei Uro. Okay. Speedrave, okay. Fair. Ich glaube, die wird uns nicht schlagen. Bin ich guter Dinge. Also wenn ich Opponent wäre, würde ich Dazen, nur um den Fetch wegzukriegen und um meinen Undercity Source nochmal aufzuhalten. Okay. Force ist gut. Force kann man machen. Und da ich eine Force habe, werde ich jetzt auch nicht pondern oder sowas. Okay. Das heißt, ich brauche erstmal ein fünftes Land. Das heißt, ich brainstorm mal. Denke, ich sag einfach Go. Wird sich schwer tun, durch die zwei Bowmaster durchzugewinnen. Ich habe auch noch eine Force, solange ich nicht irgendwo reinlaufe. Ich wundere mich, dass der Opponent nicht angreift, ehrlich gesagt. Lange, lange Pause. Wundert mich, was die bedeuten soll. Ich habe den Uro mit Absicht gezogen, damit ich nochmal eine. Jetzt habe ich doch einen anderen Citizen. Hä? Freunde, habe ich vorher was übersehen? Ich verstehe es nicht. Okay. Wir holen uns Uro zurück. Ja, ich glaube, ich lasse die Force einfach. Ich meine, wir können Uro einfach nochmal spielen. Wir können dann pondern. Wir können auch Brazen Borrow und einfach angreifen. Einen Witherbloom-Commander irgendwann zu ziehen, wäre noch cool. Der gibt noch mal so ein bisschen Hoffnung. Normal spielen die Doomsday-Listen eigentlich kein Removal Main Deck. Vielleicht so ein One-Off Brazenborough. Das heißt, jeder Cantrip lässt mich auch angreifen. Okay. Den nehmen wir. Die Grief nehmen wir. Die hat auch Menace.
Okay. Vielleicht hat der Pawn jetzt nochmal einen Dace gezogen. Oder sonst nichts auf der Hand. Na ja gut, ich nehme trotzdem den Brainstorm. Okay. Edge of Autumn. Undercity Sewers und eine Unbekannte. Personal Tutor. Okay. Dann liegt jetzt der Doomsday oben drauf. Das heißt, wir können bouncen. Oh, und Stifle auch. Okay. Also wir starten mit einem Bounce. Es gibt zwar nochmal ein Cycle zurück, aber ich bin guter Dinge, dass ich relativ viel Schaden jetzt mache. Weil das sind 7 Schaden. Doomsday, also mit Fetch, geht Opponent runter auf 7 nach dem Doomsday. Und hat dann 2 Draws, wo einer noch 2 Life kostet. Und wenn wir da irgendwie interagieren, ist die Frage, ob man noch. Ich glaube, ich will sogar versuchen. Ja, genau. Das sieht doch gut aus. Nochmal einen Witherbloom-Command zu finden. Ich meine, ich könnte es resolven lassen, aber ich wird einfach. Ich kenne die Hand, also die macht ja nichts. Und Opponent ist dead on board, das heißt, wir wollen Veil vielleicht. Surgical. Wir brauchen unser Removal gegen Sheoldred und Oppo und solche Dinge. Brauchen keinen Harvester. Brauchen eigentlich keinen Brazen Boreal. Stifle ist super. Vielleicht kann man ein ED. Wie viel Removal haben wir denn da noch? Shoot the Sheriff. Und 2 Pushes treffen Sheldred. Ja, vielleicht will man die doch. Die Witherbloom Commands sind okay-ish. Da kann man vielleicht einen cutten. Und vielleicht den Troll. Gibt es irgendwas Vernünftigeres? Vielleicht ein Reanimate stattdessen cutten und das Witherbloom Command drin lassen? Nee, ich glaube, ich will es lieber so. Ja, so versuchen wir es. Okay. Das sieht doch vernünftig aus. Wir haben leider nichts gegen einen Turn 1 Doomsday. Aber wenn der Gameplan ein bisschen fairer ist, dann ist die Hand sehr, sehr gut. Okay, Thoughtseize. Mulligan. Stifle ist nicht der schlechteste Draw, also die Force wurde discarded. Ich denke, ich werde versuchen, das Scalding Turn zu stifeln.
Okay. Also ich glaube, Opponent hat Doomsday auf der Hand. Und sucht das zweite Schwarze dann. Wobei er hat wahrscheinlich sogar. Hat jetzt dann zwei Schwarze. Ich meine, ich könnte auch Witherbloom Command auf das Lotus Petal und Millen. Um meinen Opponent noch mal eine Runde zu verlangsamen. Ich könnte auch meinen Opponent millen. Falls ich einen Oracle treffe aus Versehen. Was hat Opponent auf die Hand genommen? UC. Okay, ich könnte die UCs exilen nach dem Draw. Meine, das ist auf jeden Fall in der Hand. Noch ein Days, okay. Fair. Sie ist gebinnt. Ich bin ziemlich sicher, dass ein dass eine Doomsday auf der Hand ist. Das heißt, ich werde jetzt mal Druck aufs Board bringen. Keine Grief. Greifen wir erstmal an. Opponent hat schon zwei Daces gespielt. Könnte noch eine Runde warten, aber ich. Ich meine, wenn jetzt Doomsday gecastet wird, schauen wir mal. Okay. Doppel Doomsday. Doomsday, Doomsday, Dures. Okay. Opponent conceded einfach. Dann soll es recht sein. Dann stehen wir damit 2 zu 1 und sehen uns gleich in der nächsten Runde. Ciao, ciao. Runde 4. Wir haben mal wieder den Würfelwurf verloren. Ist echt schade. Mit Scam fängt sich so viel besser an. gut, die Hand ist doch gar nicht schlecht. Die Hand ist gar nicht schlecht. Wenn wir noch eine schwarze Karte ziehen, können wir sogar Turn 1 scammen mit Force Backup. Und wir können forcen, was immer auch Turn 1 kommt. Shadowy Backstreet. Okay. Keine Ahnung. Gigs. What the f. Okay, Gigs. Ja, gut. Ich meine, wir haben ja ein Scam-Deck. Dann scammen wir halt. Okay, Reanimate, Ephemerate, Stoneforge, Bowmaster. Also ich nehme auf jeden Fall das Reanimate. Und dann werde ich die Grief auch reanimaten. Und dann nehmen wir wahrscheinlich den Stoneforge, hätte ich gesagt.
Winterbloom Command. Nett. So, wenn Opponent Stoneforge hier traden will, gerne. Sehr, sehr gerne. Kein Block wäre mir auch recht. Dann würde ich tatsächlich Winterbloom Command starten. Spannend. Spannende Line, Opponent. Treffen hoffentlich ein Land. Wir treffen kein Land. Natürlich. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ist die Frage mit dem Tide Howler Sculler. Wahrscheinlich müssen wir die forcen. Okay. Ich meine, da ist halt noch ein Ephemerate drauf. Ja, komm. Schau dir meine Hand an. Dann wird wahrscheinlich der Brainstorm gehen. Also ich kenne das Deck nicht, muss ich gestehen. Es gab früher mal so ein Deck. Dead Guy. Wahrscheinlich ist das die neueste Version da davon. Okay. Ich kann halt den Skaldo nicht wirklich ambushen. Wenn dann einfach ein Ephemerate kommt. Ja, wenn ich pinge. Aber ich kann den Trade anbieten. Dann kann der Opponent entscheiden, was sinnvoller ist. Mann, dass ich kein Land getroffen habe mit diesem Winterbloom Command, das ist echt ein Problem. Solitude. Okay. Solitude ist natürlich ein guter Draw.
Dann geht meine Grief auch. Okay. Clutch Days. Ja, die Grief bringt mir es leider nicht so viel. Okay, Ila Tropical. Ja, vielleicht war das zu greedy mit diesem Winterblumen-Command und ich habe die Solitude nicht genug beachtet. Okay, Sword of Fire and Ice ist Main Deck. Spannend. Okay. Nochmal, nochmal. Ich glaube, ich brauche Veils. Ich glaube, will ich Deeds? Surgicals sind, glaube ich, gar nicht schlecht. Die eine, die ich habe. Will ich Spellbomben gegen die Reanimates? Also der Harvester hat. Ist, wobei der ist in dem Matchup tatsächlich ganz gut, gell? Submerge bringt mir nichts. Deeds ist die Frage halt. Mein ein Catch-up-Deed. Ich glaube, ich will keinen Brazen Borrow. Ich glaube, ich will nicht alle Forcen. Will ich Stifles? Wahrscheinlich nicht. Ich kann Fetchlander stifeln, ich kann den Rebound-Trigger stifeln. Ich kann Solitude Exile stifeln, aber das ist keine Karte wert. Ja, ich glaube, der End muss wieder gehen. Ich mach's mal so. Verloren trotz Turn 1 Grief, Reanimate Grief. Ich überlege immer noch, ob ich hätte auf jeden Fall anders spielen können. Ich weiß nur nicht, ob ich es mit den Informationen, die ich hatte, aber ich hätte, oder hätte ich das Ephemerate nehmen müssen und den Stoneforge lassen. Ephemerate nehmen, ich muss das Reanimate nehmen. Und durch, ohne Removal durch alle Kreaturen durch, ist auch schwierig. Ich hätte auch den Stoneforge nicht gestoppt. Wenn da eine Kaldra rausgehüpft wäre. Schwierig, muss ich sagen. Schwierige Kiste. Okay, das ist ein No-Lander. Das ist relativ einfach. Tja, jetzt gehe ich auf 5 oder halte ich das? Mein Opponent kann auch griefen. Theoretisch, wenn ich eine schwarze Karte nachziehe, dann ist die Hand schon live. Dann kann ich sogar. Ja. Ich versuche sie mal, auch wenn die Hand alles andere als gut ist. Okay, Basic Plains ist jetzt nicht das, was ich gerne gesehen habe. Suas. Nochmal ein Reanimate. Das ist meine schwarze Karte, die bleibt oben.
Was brauche ich? Wasteland oder UC? Ich spiele mal das Wasteland. Swords to Plowshare wäre ein Problem. Okay, Swamp Cycling. Verstehe. Vielleicht nehmen wir auch den. Lion Sash Ephemerate. Und drei Wastelands. Okay. Ja, ich glaube, ich nehme einfach den Troll. Der ist einfach, der ist einfach größer. Ein Redraw. Stoneforge, das war ein guter Redraw. Guter Redraw, Opponent. Guter Redraw. Ja. Noch eine Grief. Die wird man wahrscheinlich nicht casten können, weil Pony wird jetzt gleich eine Kaltra legen. Das heißt, wir gehen. Kaltra hat uns für 5, wir gehen auf 8. Ich greife an. Opponent geht auf 8. Tja, das Race verlieren wir. Ich habe ein Edikt drin. Opponent halt auch noch mit Mono Wastelands. Ja. Jo. Oh, die hat gar nicht angegriffen. Ho! Ja gut, dann ich lass mal meinen UC noch auf der Hand. Mein Opponent kann Lion Slash auch reinholen. Über den Stoneforge, von dem her kann ich das eh nicht dazen. Okay. Wasteland of Wasteland, fair. Noch ein Stoneforge. Fail to find, okay. Aber das sind drei Blocke. Vorne auch im Rechnen, das sind aber 6. Lion Stash kann equipped werden, gell? Okay. Das heißt, wir brauchen Hilfe. Bowmaster Reanimate. Nochmal ein Reanimate. Hilft uns das? Nee. Ein Baumaster hilft uns aber vielleicht. Denn dann können wir griefen.
Okay. Oder brauchen wir das Ephemerate? Da ist noch ein Marshflats und das heißt Ich glaube, ich will das Ephemerate. So blöd das klingt. Opponent kann jetzt, wenn er seinen Mana nutzt, drei Blocker hinlegen, aber wenn er es falsch macht, kann ich dazen. Okay, mach's nicht falsch. Ja, okay. GG. War egal. Klar. Die Stoneforge greifen ja auch an. Gut, dann sehen wir uns gleich in der letzten Runde. Letzte Runde. Wir stehen 2-2. Und wir haben. Ja, eine Hand. Die wenig macht. Aber zwei Wastelands und einen Bowmaster hat. Also gegen bestimmte Decks ist die ziemlich gut sogar. Und ein Reanimate vor allem dazu. Ich halte das mal. Auch ihr seht schon, ich habe wenig Scam gespielt in letzter Zeit. Ich habe sowieso wenig Legacy gespielt in letzter Zeit. Leyline. Turn 1 Leyline. Also könnte das Helm-Kombo sein oder jemand, der vom Reanimator-Meta genervt ist, sagt, komm, hör auf. Okay, das wird so ein Spiel. Und natürlich ziehen wir nochmal ein Reanimate nach. Okay. Mach ruhig. Wenigstens habe ich jetzt Swarms. Wahrscheinlich den Bowmaster, denke ich mal. Oder den Witherbloom Command, aber. Das Edikt. Okay, wir ziehen nochmal ein Wasteland. Verrückt. Dann könnte es eine Dark Devs Combo sein mit Helm drin. Oder Opponent hat auch einen Bowmaster, kann auch sein. Der Response Bowmaster. Opo Agent. Ich Swarm Cycle mal. Ich glaube, ich brauche leider das Bayou. Okay. Und dann reanimaten wir eben den Opo Agent, hätte ich gesagt. Okay, fällt straight into my trap. Da ist die Helm of Obedience. Tja.
Jetzt haben wir leider trotzdem verloren. Gut, also wir spielen doch gegen Helm-Kombo. Helm-Kombo. Collector-Uf natürlich. Deeds. Die Veil of Summer sind gut. Random Leo. Mein Random Leo ist nie so schlecht. Brazenborough ist gut. Das ist ein Rogue. Shoot the Sheriff. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Daces sind ganz gut. Stifle finde ich in dem Matchup auch eher so medium. Ich will nicht so viel suchen. Und dann, ja, die Bowmaster sind auch kein Highlight. Wobei, die töten andere Bowmaster. Braucht man ihn hier? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, los geht's. Okay. Days, Wasteland, Reanimate. Schau mal. Ja. Kommt wahrscheinlich das Reanimate of the Grief. Ah, er kommt nicht. Okay. Ja. Opo Agent. Jo. Das dachte ich mir. Oh, Sheldon. Kann wieder das Land nicht zerstören. Okay, City of Traders. Ja, diese Uro-Flatte ist ein Problem, wenn wir nicht fetchen können. Okay, ich ziehe nochmal ein Wasteland. Das hingegen, da brauche ich mich nicht beschweren. Okay, 1-1. spaßige Matchchens. Ich noch eine Surgical. Ne, ich glaube, wir spielen es nochmal so.
habe halt nur ein Land. Ich versuch's. Okay, Leyline. Spiel wird halt unglaublich viel härter für uns, wenn wir direkt eine Leyline abkriegen. Fetchland wäre jetzt insane. Okay, starte ich mit der Tropical. Swamp Cycling. Da ist ein Brazen Borrower. Ich glaube, ich brauche erstmal Länder. Ja, Wasteland ist auch ein Land, das ich brauchen kann. Bin gespannt, wahrscheinlich das Daze. Opponent, wobei, wenn Reanimator auf der Hand ist, ist das Daze gar nicht so schlimm, weil das Wasteland ja noch ist. Ja. Okay, Chalice. Spannend. Ein Bowmaster ist weg und die Chalice dann hinterhergespielt in Stace des Opponent Kent rein. Ich glaube, ich gehe auf das Wasteland, damit ich meine Mana-Basis behalten kann, weil mein Deck macht gerade gar nichts. Legt die Länder, die ihr meinen Opponent schon kennt. Frag mich echt, ob ich griefen soll. Wenn da jetzt halt eine Sheldred kommt, dann tue ich mir echt schwer. Weil ich dann Pernicious Deed auch legen kann. Noch eine Grief. Die wird wahrscheinlich meinen Deed abstellen. Mein Grief. Okay. Es geht um die Handkarte, also. Dann machen wir das auch. Durres. Okay. Wenn jetzt ein Reanimate nachgezogen hat, das wäre blöd. Selber ein Bowmasters, okay. Ist tatsächlich nicht ganz so schlimm.
Das Wasteland muss jetzt kommen, ja. Ja, ich nehme 5 Schaden. Okay, wir griefen. Guter Draw. Sheldred. Das war echt ein guter Draw. Opa Agent, okay. Ich glaube, ich trade die Grief. Noch eine Leyline. Ich muss die Leylines verhindern. Damit mein Uro ein vernünftiger Draw ist. Ich nehme tatsächlich das Non-Basic, weil so kann keine Sheldred von oben kommen. Dirty. Boah. Jetzt brauchen wir erstmal eine Antwort gegen den Doughty und zwar ziemlich schnell. Easy. Easy. Okay. Es wird, wir kommen der Sache näher. Reanimate of Sheoldred. Ja. Heißt, muss jetzt ein Fetchland finden, richtig? Oder Sheoldred. Blocken. Okay. Schauen wir mal. Schon wieder sehr engere Kiste, als ich gerne hätte. Kein Dures. Ja, jetzt wird es dann langsam eng mit meinen. Mit meinen Outs. Okay. Wenn ich greife an, gehe auf 1 und gehe wieder auf 4.
bin gegen jedes Removal tot, aber ich kann auch nicht einfach zurückstehen. Aber ich glaube, ich verliere trotzdem gegen die Sheldred. Also ich ziehe jetzt direkt das Removal. Tja, wenn ich angreife, verliere ich zuerst Leben. Mein, es hilft ja nichts. Wir haben leider nichts. Okay. Okay. Wir lassen Vale offen, auch wenn Vale mich tötet. Okay. Einfach ein ganz normales. Warum? Jetzt bin ich gespannt. Greife mit beidem an. Gehe wieder auf 2 dann. Okay, ich habe die Antwort auf Sheldred. Sehr schön. Aber das sollte es sein. Okay, GG. Woo! Enge Kiste. Enge Kiste, auch nicht optimal gespielt. Okay, das war das Deck, Freunde. Schreibt mal gern, was ihr von der Deckliste haltet. Ich mache sie nochmal für euch auf. Genau hier. Ihr habt die auch in der Beschreibung unten drin. Der Harvester, weiß ich nicht, ob man den haben muss. An sich die Scam Shell finde ich immer noch cool. Ich bin großer Freund von Winterbloom Command. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.